Hallo und herzlich willkommen, Fast im Wald. Das ist jetzt so ein kleines Intro zur Männer im Wald-Tour-Geschichte. Ich habe die Woche wirklich viel um die Ohren gehabt und bin der Folge nicht dazu gekommen, das jetzt wahnsinnig toll vorzubereiten und aufzubereiten. Das ist jetzt halt so, wie es ist. Grundsätzlich ist das Ganze auch nur was für Interessierte. Ist zum Teil mit sehr langen Sequenzen versehen, könnte also unter Umständen zwischendurch ein bisschen langweilig sein, dann könnt ihr ein bisschen vorspulen, bis wieder was Interessanteres kommt, oder ihr lasst es halt eben sein. Das ist wieder ein Mehrteiler, das liegt an technischen Gründen, weil ich kein ewig langes Video hochladen kann, da streikt dann irgendwie mein Computer und das Internet und ach, was weiß ich was alles. Und was sollte man noch dazu sagen? Es ist insgesamt relativ wenig gefilmt worden von mir. Das liegt daran, dass ich dann im Laufe der Tour beschlossen hatte, das war mir vorher auch gar nicht so bewusst, dass ich nicht so viel filmen möchte, weil ich möchte ja auch ganz meine Aufmerksamkeit eben auf die entsprechende Tour und auf die anderen, die da unterwegs sind, richten. Und da habe ich dann einfach keine Lust, beziehungsweise finde es einfach blöd, wenn ich da dann noch ewig mit der Kamera rumstapfe und alles filme, was da so passiert. Vielleicht wird es irgendwann mal eine Tour geben und es wird definitiv mal noch eine geben. Und noch eine wahrscheinlich. Gucken wir mal. Aber auf jeden Fall hoffe ich, dass es irgendwann mal eine Tour gibt, wo dann auch jemand dabei ist, der die ganze Zeit Kameramann, Kamerafrau spielen kann. Und dann gibt es auch mehr Bildmaterial. Das ist jetzt erstmal so ein kleiner erster Einblick. Und tja, mehr gibt es halt jetzt eben nicht. Außerdem habe ich mir gedacht, es ist ja auch irgendwie schön für diejenigen, die dabei waren, wenn die halt alles mitbekommen haben. Und ihr, die ihr nicht dabei wart, ihr müsst euch dann halt eben irgendwo mit so einem kleinen Einblick zufrieden geben. Das ist auch so ein kleines bisschen Berechnung fieserweise meinerseits, dass da irgendwie mal irgendwann noch mehr Leute mit wollen. Weil es interessieren würde, wie der Rest so abgelaufen ist. Ja, wir haben demzufolge erst kurz vor Ende der eigentlichen Wanderei haben wir erst angefangen mit Filmen, beziehungsweise habe ich erst angefangen mit Filmen. Das heißt, mein Arm wird schwer. Das heißt, es gibt jetzt nicht so viel aus der eigentlichen Tour, sondern mehr so vom Lagerleben und nächtliche Diskussionen und recht wenig, wo wir rumgelaufen sind. Und das Ende ist abrupt, weil ich ursprünglich am Schluss noch mal irgendwas filmen wollte, war dann aber doch auch wieder zu faul. Dann wisst ihr das jetzt auch. Und mehr fällt mir dazu eigentlich nicht mehr ein. Also doch, ja. Eine Sache noch. Ton ist zum Teil etwas bescheiden, weil halt einfach Kamera an einem Punkt stand. Und je nachdem, wie weit weg derjenige, der gerade was erzählt, von der Kamera sitzt, ist der entsprechend leise. Ich bin entsprechend immer sehr laut zu hören, weil ich direkt hinter dem Mikro gesessen bin. Das soll jetzt nicht irgendwie heißen, dass das, was ich sage, wichtiger ist als das, was die anderen sagen. Ja, und dann, wie gesagt, wen es interessiert, dem wünsche ich viel Spaß. Nächste Woche gibt es dann auch wieder ganz normale, reguläre Videos. Ich habe da schon diverses interessantes Zeug in Vorbereitung und auch schon ganz interessante Dinge per Post bekommen. Ist alles angekommen, falls ihr das jetzt seht. Und werde dann mal schauen, dass ich das auch irgendwie in einem Video verwurschtel und sage dann auch nochmal ausführlich Danke. Aber an dieser Stelle trotzdem schon mal vielen herzlichen Dank. Hab mich sehr gefreut. Und dann sehen wir jetzt die Tour, beziehungsweise das, was davon halt eben gefilmt wurde. Macht's gut. So, jetzt sieht es zwar so aus, als würden wir hier gerade über den Parkplatz laufen, und das tun wir auch, aber nichtsdestotrotz sind wir quasi schon da und machen jetzt noch den letzten Anstieg. Und dann kriegt ihr halt nur zu sehen, wie wir Lager aufschlagen und wie wir Feuerchen machen, wie wir dann kochen und da Blödsinn anstellen. Die Wanderung, das war jetzt sozusagen privat, in Anführungszeichen. Irgendeinen Vorteil müssen diejenigen, die mitgekommen haben, gegenüber euch, die ihr nicht mitgekommen seid, ja haben. So würde ich das jetzt mal interpretieren wollen. Ach so, hallo übrigens. Ja, und wir gehen jetzt da hoch. Guckt mal. Und irgendwo ganz da oben ist dann auch der Lagerplatz. Der soll wohl wirklich ziemlich weit oben sein. Das müssten jetzt nochmal 245 Höhenmeter sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir sind jetzt auch schon ein Stückchen gelaufen. Also auch wenn ich vorher heimlich ein bisschen trainiert habe, muss ich fast sagen, dass das schon ein bisschen anstrengend gewesen ist. Da war auch der ein oder andere richtige Berg dabei. Und also ich denke, wir werden schlafen können heute Abend. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Also miese Lichtqualität liegt es daran, dass wir hier im Buchenwald sind und im Buchenwald ist es dunkel.
und es geht hier auch ganz gut hoch. Keuch, keuch. Da unten waren wir gerade. Sind wir noch eine ganze Ecke hoch. Ich befinde mich jetzt hier übrigens gerade in der Mitte der Truppe. Da ist der Rest der Truppe. Und hier bin ich. Haha. Überraschung. Also man kann es ja in der Regel immer schlecht sehen, wenn man es zu filmen versucht, dass es steil bergauf geht. Aber man kann es ganz gut hören. Haben wir heute Morgen gesehen, die Dampflok. Ja, ja. Es ist jetzt im Übrigen 16.44 Uhr. Wir brauchen vermutlich noch ungefähr eine Stunde bis zum Lagerplatz. Das heißt, wir sind jetzt nicht direkt im Zeitdruck, da wahnsinnig schnell alles aufzubauen. Aber dass wir ein paar Dinge dann im Lampenlicht machen, ist schon eingeplant. Also jetzt könnt ihr doch mal sehen, dass es steil bergauf geht. Man sieht das ja an den Menschen da vor mir. Das funktioniert, glaube ich, doch ganz gut, das mal zu dokumentieren. Also wir hoffen, Kienspan gefunden zu haben. Jedenfalls haben wir hier eine umgefallene junge Douglasie. Im Prinzip sollte die gerade im Wurzelstock ein bisschen kienspanhaltiges Holz ausbilden, wenn es noch nicht zu verrottet ist. Na, bin gespannt, was wir da finden. Müssen wir nachher am Lager mal gucken. So schaut es schon gut aus, oder? Das sieht gut aus, ja, aus der Entfernung. Beziehungsweise das ist ein bisschen zu morsch, glaube ich. Ich schau mal noch ein bisschen. Also da könnt ihr auch noch ein Glock-Feldmesser im massiveren Einsatz sehen. So ein Ding ist halt wirklich nicht kaputt zu bekommen. Da kannst du machen, was du willst mit. Ja, prima, das ist gut. Da schauen wir mal, oder schnitzen wir mal ein bisschen dran rum, ob da nicht irgendwas. Das brennt auf jeden Fall besser als normales Kiefernholz. Wenn es dann trocken ist, es ist noch ein bisschen feucht. Mal gucken. Mal gucken. Ja, doch, doch, doch. Also hier haben wir jetzt mal so zwei Stückchen. Oh, das ist super, da mit dem Ast. An so Astanschlüssen findet man dann ganz oft entsprechend harzgetränktes Holz. Ja, wir gucken nachher mal, was das noch so taugt. Juhu! So, wir haben jetzt also enorm viel Glück gehabt unterwegs. Wir haben jetzt quasi alles gefunden, was man irgendwie finden kann an nützlichen Dingen in der Natur. Das mit dem Scharfstellen funktioniert gerade nicht so ganz. Müsst ihr damit leben, dass ich unscharf bin? Und zwar, gerade eben ein bisschen Kienspan, zwar nicht der beste aller Zeiten, aber immerhin. Dann haben wir einen Haufen Pilze, zeige ich euch nachher auch noch. Dann haben wir massenhaft Maroni gefunden unterwegs. So viele haben wir gar nicht sammeln können, wie da rumlagen. Was haben wir noch? Ah, Springkrautsamen haben wir auch noch dabei zum Rösten. Und theoretisch gab es auch noch Eicheln. Es hätte auch noch ganz paar Brombeeren gehabt, hat sich aber nicht gelohnt. Atmen, atmen. Übrigens, dass wir jetzt hier durch so einen Fichtenforst laufen, ist die Ausnahme. Bisher war alles Laubwald. Das ist der erste nennenswerte Nadelwald, durch den wir durch müssen. Ich halte die Kamera übrigens immer so schräg nach oben. Eigentlich wäre das der genau geradeaus Winkel. Also nur damit ihr wisst, wie steil es bergauf geht. Guckt mal, das ist der Weg. Das da. Da hoch. Und da um die Ecke geht es noch höher. Vermutlich schwer. Oh, das ist Kamerad Stein. Kamerad Stein wird vom letzten Berg runter ins Tal und jetzt auf diesen Berg geschleppt. Warum, seht ihr dann noch. Kamerad Stein, ganz wichtig. Wir gehen davon aus, dass es keine Steine gibt, da wo wir das Lager aufschlagen. Genau.
Was hier so schön klappert, ist übrigens der Topf. Also das wäre jetzt ein tolles Emergency Biwak. Also perfekt, absolut top. Warte, ich gebe mal noch ein bisschen zurück. Seht ihr? Also passt man locker rein. Eine Person zumindest. Da kommt die Nachhut. Also ein Teil der Nachhut. Es gibt noch mehr Nachhut. Aber ist auch kein Wunder, das ist echt hier wirklich ein krasser Berg. Ich würde euch ja die Karte zeigen, um euch zu zeigen, wie weit es noch nicht. Aber die ist geheim, weil diese Lagerplätze sind ja auch geheim, in Anführungszeichen. Man kriegt nur die korrekte Wegbeschreibung bzw. die GPS-Koordinaten vom Lagerplatz, wenn man den auch gebucht hat. Deshalb werde ich jetzt den Teufel tun und das in die Kamera halten. Wäre ja unfair. Nachher geht da, oh, guck mal, die schönen Steinformationen. Ah, das ist schon wirklich ein ordentlicher Anstieg. Das habe ich ja schon vorher irgendwo gelesen und gehört gehabt. Und es gibt da auch ein schönes Video zu, was ich euch gerne verlinke. Und habe mir gedacht, ach, so schlimm kann das ja nicht sein. Nee, das haut schon rein. Doch. Jemand mal erzählt, dass ich unten eine dunkle Borke und oben eine helle Borke, oder? Ja. Gell? Ja. Oh, hey, das sieht man hier schön, ja. Stimmt. Das wollte ich, wenn ich schon die Kamera in der Hand habe, kann ich da auch drauf halten. Also es geht wieder mal um die Kiefer. Ihr seht, unten dunkel, oben hell. Hier auch. Wo? Da. Und das ist die Aussicht. Gut, Aussicht ist jetzt etwas überbelichtet. Dafür seht ihr jemanden, der zur Auslicht läuft. Das ist doch viel spektakulärer als die Aussicht selbst. Ja, von da unten kommen wir. Ja, genau genommen kommen wir natürlich nicht nur von da unten, sondern von hinter dem nächsten Berg. Ich glaube, das war der. Ja, der war es. Und da dahinter dann nochmal einen Berg weiter. Da kommen wir dann her. Ja, hier nochmal zur besseren Dokumentation. Da hinten seht ihr, na, wo denn? Ah, da. Da seht ihr die Burg und unter der Burg im Tal, da sind wir gestartet und sind jetzt hier über diverse Berge gekraxelt. Bis jetzt hier oben. Und jetzt ist es aber auch nicht mehr weit bis zum Lagerplatz. Ich weiß zwar nicht, was der Rest der Truppe da gerade macht, aber es sieht lustig aus. Hallo Ben Tüxen! Ah, nicht zurückschießen! Kopf ist unser Rhythmusgerät quasi. Wir sind übrigens oben. Es geht jetzt noch so ein Stückchen Hang parallel. Und quasi auf der anderen Seite vom Hang sind wir dann angekommen. Zumindest laut Karte. Mal gucken, ob das dann wirklich so ist. Sind wir gespannt.